heute mit dem Besten von Pearl TV hier in dieser Sendung, liebe Zuschauer. Das Beste von Pearl TV ist in diesen Tagen, ist in diesen Wochen, so kurz vor der Urlaubszeit, das Thema Sicherheit. Ein ganz entscheidender Faktor für viele unserer Kunden, die vielleicht jetzt gerade über die Pfingsttage, die ja auch wieder kurz bevorstehen, oder vielleicht auch in den Sommermonaten den großen Urlaub geplant haben und die ganz einfach zu Hause auf Nummer sicher gehen wollen. Natürlich kann man einen Einbruch nie zu 100% verhindern, aber man kann es einem potenziellen Einbrecher so schwer wie irgendwie möglich machen, überhaupt an ihr Hab und Gut heranzukommen. Das geht mit unterschiedlichen Systemen. Zwei unserer Top-Systeme werden wir Ihnen zeigen. Und ich glaube, alleine mit dem ersten 10-teiligen Set werden Sie schon sehr, sehr glücklich sein. Das ist mit verschiedenen Sensoren ausgestattet, dieses Set. Das ist also wirklich eine klassische Alarmanlage, wie man sie von früher auch kennt. Ja. Früher unbezahlbar. Ich hatte mal, das möchte ich jetzt mal sehen, ist schon Jahrzehnte her, ich hatte eine Freundin in frühen Jugendjahren, deren Vater war Bankdirektor. Ja. Und wenn du dort zu Besuch warst, das war ein Hochsicherheitstrakt. Aha. Da waren aber ganz ähnliche Alarmsysteme. Nur, die haben Tausende von D-Mark damals gekostet, weil es hochkomplex war, alles verkabelt werden müssen. Heute haben wir ein Alarmsystem, jetzt im ersten Moment, da geht es um Bewegungssensoren, um Fenstersensoren und Ähnliches, was unglaublich einfach in kürzester Zeit zu installieren ist. Wir schauen uns erstmal den Umfang an. 10-teilig hast du gesagt. Mhm. Wir haben, und jetzt haben wir gerade so hier eine schöne Tafel, wo alles aufgeklebt ist, dass Sie das sehen. Wir haben einen Kontrollmonitor und der ist mit allen Sensoren per Funk verbunden. Und wenn wir das anschauen, der ist jetzt im Zentrum, das sehen wir es. Rechts davon sehen wir zwei Bewegungssensoren, die ich ganz beliebig in jedem Raum aufsetzen kann. Wir sehen auf der linken Seite unten vier Sensoren für Fenster bzw. Türen. Das kann man einsetzen, wie man will. Das sind so Verschluss- oder Schließmechanismen. Ja. Oben einen Wasserfühler. Das ist auch ganz wichtig. Da wird man auch gewarnt, wenn es, ich sage jetzt mal, wenn es einen Wasserschaden gäbe. Also Klassiker, Waschmaschine kaputt oder raus. Ja. Und unten noch zwei Fernbedienungen, mit der man auch jederzeit aktivieren oder deaktivieren kann. So, das ist das, was man bekommt. Mhm. Und jetzt machst du im Prinzip, ich sage jetzt mal, ein paar Beispiele. Hier diese Fensterdetektoren oder Türdetektoren machst du an die Eingangstür, an die Terrassentür zum Beispiel. Mhm. Ja, dann sind die ganz normal zu öffnen und zu schließen. Du merkst keinen Unterschied. Aber sobald du die Alarmanlage aktivierst, wird beim Öffnen ein Alarm losgefegt. Und zwar mit 85 Dezibel, also richtig laut. Und das Gleiche passiert aber auch, natürlich, wenn der Bewegungsalarm schlägt. Du kannst das ganz unabhängig voneinander in allen Räumen unterbringen. Ich sage jetzt mal Bewegungssensor im Fahrradkeller oder in einem Lagerraum oder in der Garage. An den wichtigen Fenstern oder Türen bringst du natürlich diese Fenster- und Türenschützer an und den Alarm hier für Wasser, natürlich dort, wo die Waschmaschine ist. Richtig, oder wo Wassergefahr wäre. Ja, sobald dann Feuchtigkeit über so einen halben Zentimeter auf dem Boden steht, würde der Alarm schlagen. Und jetzt sehen wir das Handy. Alles ist vom Handy aus auch zu steuern. Und du musst nicht daheim sein und den Alarm hören. Du wirst auch übers Handy benachrichtigt. Mhm. Und jetzt schauen wir uns das mal an, wie das eigentlich, wie einfach das in der Praxis umzusetzen wäre. Hier sehen wir es Aufnahmen, aber hier habe ich jetzt den Monitor. Ja. Und jetzt aktiviere ich einfach mal, wir bleiben mal bei dem Bewegungssensor. Ja. Als erstes, ich aktiviere jetzt einfach mal die Alarmanlage, indem ich einfach sage, ich gehe. Also ich bin abwesend. Und jetzt sehen wir hier einen Countdown. Ich hoffe, Sie sehen das. Den kannst du von der Zeit her einstellen. Ich habe es mal auf 40 Sekunden. Die Zeit hast du jetzt, den Raum zu verlassen. Also so lange ist die noch inaktiv. Du kannst auch die Tür öffnen, du kannst am Bewegungssensor vorbei, alles. Mhm. So, und jetzt wirst du aber gleich sehen, wenn diese scharf ist, nach 40 Sekunden, schauen wir jetzt einfach mal zu, ich finde das auch interessant mit diesem Farbdisplay. Ja. Und dann funktioniert das, dann ist es scharf. So. Warten wir noch die 7, 6, 5. Übrigens hier kann man auch jederzeit jetzt wieder abbrechen, wenn man sagt, ich bin doch zu Hause oder ich will deaktivieren. So. Du hörst das System aktiviert, hat sie gesagt. Ja. Und jetzt haben wir den Bewegungssensor. Und jetzt drehe ich den einfach mal zu dir. Und schau mal, was hier sofort passiert. Sofort ein Alarm. Aber auch hier wieder erstmal eine leichte Verzögerung von 30 Sekunden. Jetzt hast du auch, wenn du es vergessen hast zum Beispiel, jetzt immer noch die Möglichkeit, bevor der Riesenalarm losgeht, das zu deaktivieren. Auch diese Zeitspanne kann man einstellen. Ich wollte sie nur deutlich machen. Deshalb habe ich es jetzt mal auf 30 Sekunden gelassen. Ja, ja. Das ist auch ein normaler Weg von der Tür zum Steuermodul, sage ich jetzt mal. So, und jetzt geht der Alarm los. Schau mal. Und jetzt Achtung.
So, und jetzt können wir natürlich ihn deaktivieren. Guck mal, aber deaktivieren könnte auch jeder Einbrecher drücken. Deshalb musst du noch einen Zahlencode eingeben. Und dann ist es aus. Deaktiviert. Ja. Und jetzt ist die Alarmanlage aus. Jetzt habe ich hier aber noch ganz andere Möglichkeiten. Weil man muss sich unter Umständen auch schützen, wenn man zu Hause ist. Ja. Jetzt, wenn ich zu Hause bin, würde ich zum Beispiel die Bewegungssensorik gar nicht aktivieren. Weil, warum? Weil ich bewege mich ja. Du bewegst dich ja zu Hause, richtig. Die Haustür oder die Terrassentür oder die Fenster, die ich geschützt habe, die sind zu und die sollen auch zu bleiben. Die würde jetzt nur jemand, ein potenzieller Einbrecher, würde die öffnen. Das heißt, ich kann hier über verschiedene Einstellungen jetzt auch diese Gruppen aktivieren. Ja. Und jetzt kennt man das auch vielleicht aus irgendwelchen Krimis. Was macht man, wenn man Alarmanlagen außer Betrieb setzen will? Man schneidet ein Kabel durch. Man trennt den Strom. Man macht oder Strom los und geht nicht. Sie sehen erstens mal das hier, Akkubetrieb. Also hier, das würde man mit über ein Netzteil mit Dauerstrom betreiben. Ja. Aber wenn der Strom mal wegfällt, so wie hier, habe ich noch stundenlang Akku. Und alle anderen Geräte sind eben batteriebetrieben. Ja. So, jetzt würde auch der WLAN-Router nicht gehen. Das heißt, du bekommst im Fall eines Einbruchs auch keine Nachricht mehr auf dein Handy. Weil, warum? WLAN-Router braucht Strom. So, jetzt haben wir hier aber die Möglichkeit, das Ganze auch nochmal zu überbrücken übers Handynetz. Das funktioniert auch bei Stromausfall. Ah, das und ist dann richtig, ja. würdest du auf dein Handy über das Handynetz ebenfalls Bescheid bekommen. Also das ist hier eine komplett durchdachte Sicherheitseinrichtung. Und wir haben nachher noch Kameras. Du kannst diese beiden Systeme natürlich auch koppeln. Das ist doppelte Sicherheit. Ja, du hast einmal nachher ein Outdoor-Kamerasystem und andererseits hast du für deine Wohnräume, für deine eigenen vier Wände, ein unglaublich zuverlässiges, einfachst zu installierendes Sicherheitssystem. Und ich glaube, wer wirklich sagt, ich möchte richtig sicher sein für mich und meine Familie, der wäre mit Koppeln, aber das bleibt natürlich Ihnen überlassen, wäre am besten beraten. Aber schon allein dieses System, was wir hier haben, dieses zehnteilige für vier Fenster, Türen oder zwei Fenster, zwei Türen und natürlich mit den zwei Bewegungssensoren und dem Wassermelder, den ich persönlich auch für nicht ganz unwichtig halte. Das ist schon mal eine Grundausstattung, die ich selbst zu 100% installieren kann und die mich keine 200 Euro kostet. Das ist richtig. Also wirklich überschaubar hier, knapp 190 Euro für das komplette System. Sieben Sensoren sind mit dabei, das heißt vier Fenster- und Türsensoren, die dann eben beim Öffnen Alarm schlagen. Denn es ist ja häufig so, dass du bei vielen Fenstern zweifach, dreifach Verglasung mitunter hast. Also dieser Keentop, mal eben im Ellbogen eine Scheibe einschlagen, das gehört ins Kino, aber nicht wirklich in die Realität. Aber was wirklich noch geht, das habe ich erst neulich wieder gesehen, ist, dass sie Terrassentüren aushebeln. Ja, ja, eben, genau. Also, Brecheisen, da, also durchschlagen geht nicht mehr. Und das wird auch jeder hören, aber das Aushebeln scheint noch zu gehen. Und wenn du dann an der Terrassentür so einen Melder hast, geht sofort der Alarm los. Richtig. Und was passiert dann in nächster Instanz? Ja, wenn Alarm losgeht, vor was haben Einbrecher Angst? Vor Entdeckung. Genau. Das heißt, also da musst du schon ganz coole Socke sein, wenn dich das kalt lässt und du noch weiter dein Vorhaben weiter tätigst. Also ich denke, die meisten wird das schon in die Flucht schlagen. Ja. Und du hast dann sofort die Möglichkeit, durch die Meldung auf dein Handy dann auch die Polizei zu benachrichtigen. Das ist ja das Erste, was man machen sollte. Natürlich. Ja, Polizei. Ja. Nicht selber nachgucken, oh, wer ist da, was will der? Nein. Sondern wirklich die Polizei zur Hilfe rufen, dafür ist sie da. Aber ich finde schon mal das Sicherheitsgefühl finde ich toll. Und es gibt auch, das rate ich auch immer bei Kameras, es gibt solche Schilder, die das sogar kombinieren. Da steht drauf, Vorsicht, dieses Objekt ist alarmgesichert und videoüberwacht. Ja. Also sowas irgendwo noch richtig deutlich hin, dass es selbst der Dümmste sieht. Ja. Und das gibt einem auch ein Sicherheitsgefühl. Ich finde das schon allein cool, den Gedanken, wenn du das Haus verlässt, in der Nähe der Eingangstür, ob das jetzt eine Mietwohnung oder ein Einfamilienhaus ist, ist egal, hast du dieses Display. Und wenn du rausgehst, drückst du auf Aktivieren. Zack. Schon allein dieser Druck. Und wenn du reinkommst, deaktivieren und den Code eingeben. Ich finde das immer so cool, wenn ich das in Filmen sehe. Ja. Und ich dachte immer, das ist unbezahlbar. Das hier ist ein nagelneues System bei uns. Ja. Es ist bezahlbar für jedermann und es ist so einfach einzustellen. Und wissen Sie, was ich meine mit der Coolness? Ja? Hier, aktivieren. Achtung, abwesend. Zack. Und jetzt? Countdown für die Hoppla, das hängt bei Ihnen natürlich an der Wand. Ich finde das so cool, weil das so einfach ist. Ja? Und jetzt müssen wir natürlich aufpassen, jetzt geht gleich wieder der Alarm los. Ja. Aber ich finde das so super, auch die Menüführung so unglaublich einfach. Ist denkbar einfach gemacht, selbsterklärend einstellen können. Ja. Genau. Man hat natürlich auch häufiger schon mal gehört, das kennt man so aus diesen typischen Dingern, Aktenzeichen XY, ungelöst, mal aus dem Tatort am Sonntagabend, das natürlich mitunter auch schon mal eingebrochen wird, während der Hausherr oben im Bett liegt und schläft. Mhm. Diesen Alarm mit, was sagst du, 85 Dezibel,
den hörst du also auch dann, wenn du im absoluten Tiefschlaf bist, selbst eine Etage höher mit geschlossener Schlafzimmer. Dass wir das mal einschätzen können, diese Lautstärke, das ist die Lautstärke, die vorgeschrieben ist bei Rauchwarnmeldern. Ja. Das ist also wirklich die Lautstärke, die gehört wird. Übrigens, eins kann ich Ihnen jetzt auch noch zeigen. Wir haben natürlich auch noch zwei Fernbedienungen dabei, die natürlich nur Sie haben. Und wenn jetzt der Alarm losgeht, schau mal, dann muss ich nicht unbedingt ans Netzteil. Ich kann den auch hier ganz einfach deaktivieren. Sicherheitssystem aktiviert. Ist so? Ja, genau, zack. Genau so, jetzt ist er aktiviert. Und also deaktiviert und aktivieren kann ich beides auch mit der Fernbedienung oder natürlich dann aber am Bildschirm nur mit Code. Ja. Sonst könnte ja jeder den verändern. Sonst könnte jeder auf deaktivieren drücken, dann wäre das tolles, sauber vorbei. Tolles, also, tolles System. Alles in allem muss ich sagen, bin ich sehr begeistert, liebe Zuschauer. Ist eine Neuheit bei uns im Programm, haben wir vor wenigen Tagen das erste Mal vorstellen dürfen und der Erfolg ist wirklich überwältigend. Da möchten viele von Ihnen offensichtlich ganz einfach mal mit überschaubaren finanziellen Mitteln für ein Maximum an Sicherheit bei Ihnen zu Hause sorgen. ZX5337 und die 569 und natürlich auch Porto und Versand kostenfrei in wenigen Tagen bei Ihnen, vielleicht noch pünktlich vorm Urlaub. Du hast gesagt, Dauerstromversorgung, klar, mit Akku ebenfalls, falls mal Stromausfall kommt. Aber damit wir den dauerhaft mit Strom versorgen können, wollen wir noch ein Netzteil zwar. Richtig, also Ladekabel ist dabei. Man könnte auch sagen, ich schaue immer hier oben auf den Akkustand. Wenn der Akku leer ist, nach 2-3 Tagen lade ich ihn wieder aus. Aber mein Tipp ist eben Direktstrom und den Akku eigentlich nur als Notstromversorgung Stromausfall zum Beispiel verwenden. Und dann bräuchten Sie natürlich noch ein adäquates Netzteil. Und das haben wir hier. So, für 5,69 € ein klassisches USB-Netzteil. Das können Sie natürlich auch für andere USB-Geräte jederzeit benutzen. Und ich glaube, da wären Sie nicht der Erste, der gleich 2-3 Stück davon bestellt, auch mal zum Laden eines Handys oder vielleicht auch mal für Lichterketten oder eben für andere USB-Geräte, die man mit Strom versorgen möchte. Aber hier natürlich eine vernünftige und sinnvolle Ergänzung zum kompletten System. Übrigens, wenn Sie sagen, diese 4 Magnetkomponenten für Fenster und Türen reichen nicht, Sie können das System jederzeit erweitern. Ja, also wenn Sie da noch mehr Türen und Fenster sichern möchten, ist auch das ohne Bis weiteres zu 200 möglich. Sensoren. Bis zu 200 Sensoren sind da ohne weiteres anzuschließen. Würde ich mit allem Komfort und zurück, allein dieser Wasserstandsmelder, der ist schon großartig, wenn Ihnen mal ein Schlauch an der Waschmaschine geplatzt ist oder Sie mal ein Wasserrohr hoch hatten, wissen Sie, wie nützlich so etwas sein kann. Jetzt kommen wir mal auf ein anderes Thema zu sprechen. Du hast Kamerasysteme angesprochen. Wenn ich höre, ein Kameraüberwachungssystem für zu Hause mit 2, 4 oder mehr Kameras, da denke ich gleich an 4-stellige Euro-Bereiche oder an Villen mit entsprechendem Einkommen, die sich sowas leisten können. Das geht tatsächlich auch für einen überschaubaren Preis. Ja, richtig. Also Ihnen geht es vielleicht auch so wie uns. Ich habe da auch immer, wenn ich von Kameraüberwachungssysteme, da habe ich, ich sage jetzt mal, Hochsicherheitstrakt für der Bundesregierung oder Hollywood-Villa. Eine Hollywood-Villa irgendwo in den Bergen. Und da weiß ich, die haben Tausende von D-Mark, Dollar oder Euro gekostet, weil es auch unglaublich kompliziert war, das zu verkabeln. Hier haben wir jetzt eine Anlage, wo überhaupt nichts kompliziert ist. Da behaupte ich, das kann jeder, der ein Handy bedienen kann diese Anlage auch bedienen. Wir haben die in verschiedenen Größenordnungen. Man kann das mit 2 Kameras, 4, 5, 6, 7, bis zu 8 Kameras koppeln. Hier sehen wir die Kameras und das Erste, was wir jetzt im Angebot haben, sind 2 Kameras und ein Festplattenrekorder. Die Kameras sind Selbstversorger. Das heißt, sie versorgen sich über dieses Solarpanel. Da ist übrigens ein 3 Meter langes Kabel dabei. Man kann also, hat wirklich genug Spielraum, die Sonne einzufangen, über dieses Solarpanel selbst mit Strom. Das heißt, ich muss kein Stromkabel verlegen. Keine Akkus laden, keine Batterien austauschen, kein Strom einfügen. Das macht die Sonne. Jetzt muss ich aber auch die Bildübertragung muss ich nicht irgendwie per Kabel durchführen, weil das sind Funkkameras und die übertragen, da sehen wir die Antennen, an den Festplattenrekorder das Signal. Mit einer Reichweite, und da musst du schon einen richtig großen Garten haben, von 150 Metern. Ja? Und damit kannst du jetzt praktisch dein ganzes Grundstück sichern. Jetzt diese 2 Stück. Ich sage, wir haben Sache noch 4 Stück und wir haben noch eine Erweiterungsset. Mhm. 2 würde ich empfehlen bei Reihenhäusern. Weil dann hast du ja eine Vorderseite und eine Rückseite. Richtig. Ja? Also zum Garten und zum Eingang. Und wenn wir das gemacht haben, dann schließen Sie den Festplattenrekorder, der mit drin ist, da ist er, ganz einfach an einen Monitor oder an einen Fernseher. Und das haben wir jetzt hier gemacht, schon mal mit 4 Kameras, aber ich möchte auch mal zeigen, die Möglichkeiten. Ich gehe jetzt hier einfach mal ins Menü und zwar hier ganz einfach mal auf die Kameras. Achtung. Und jetzt
Na, Passwort, das können Sie auch noch festlegen, dass kein fremder Zugriff hat. Und jetzt hast du hier die Möglichkeiten und du siehst, ich habe hier jetzt 4 angeschlossen, du kannst bis 8 anschließen, du kannst auch 2. Du kannst hier auch jede Kamera so, einzeln steuern mit Bewegungserkennung, mit Alarm, mit Spotlight-Alarm oder auch mit Push-Nachrichten, dass du das alles auf dein Handy bekommst. Ja. Das ist die Einstellung, die ist unglaublich einfach, auch die Menüführung ist einfach. Die Funkverbindung, die stellt sich von ganz allein an, sobald Sie das Gerät, die Kameras eingeschaltet haben und das Gerät an den Strom gesetzt haben und an einen Monitor oder an einen Fernseher angeschlossen. Und jetzt gehen wir hier ganz einfach mal auf unsere, guck mal hier, auf unsere, das sind wir, das sind wir jetzt, das ist diese Kamera hier direkt vor meiner Nase, die wartet jetzt auf Bewegung und du siehst, sobald Bewegung da ist, sehen wir unseren Kameramann gerade laufen, ja, dann aktiviert die sich. Wenn Sie jetzt eine Festplatte in den Festplattenrekorder einlegen, dann genau in diesem Moment wird auch, sobald Bewegung ist, aufgenommen. Ja. Das heißt, es entgeht der Kamera nichts mehr, jetzt beim ersten System, was vor oder hinter dem Haus passiert, weil wir da 2 Kameras haben und das bei Tag und bei Nacht, auch mit natürlich mit Mikrofon, ja, Infrarot-Nachtsicht. Mhm. Und somit bist du gesichert, ohne irgendwelche Installationsprobleme. Ja. Und vor allen Dingen ohne Kabel. Ohne Kabel, ja. Du musst nicht schauen, wo bekomme ich Strom her. Wir haben schon hervorragende Systeme gehabt. Da musstest du aber die Kameras noch von irgendwoher mit Strom versorgen. Ja. Und das ist für viele dann schon mal ein Problem. Wo habe ich die nächste Steckdose? Wie lege ich das Kabel? Vielleicht habe ich innen die Steckdose, will die Kamera außen anbringen. Hier ist dieses Thema nicht. Und durch die Länge, und das habe ich extra noch mal hier, guck mal, das sind die Solarpanel. Und da haben wir ein 3 Meter langes Kabel. Das heißt, selbst wenn die Kamera ganz schattig angebracht wird, hast du die Möglichkeit, das Solarpanel bis zu 3 Meter wegzuhängen in die Sonne. In die Sonne. Und dann passt es trotzdem. Richtig, genau. So, also einmal installiert, hast du diese Sicherheit. Und jetzt mit dem Monitor. Da sehen wir, das ist ja jetzt ein ganz normaler Fernseher, wie bei Ihnen zum Beispiel auch im Wohnzimmer ist. Und man muss ja nicht permanent diese Kameras machen. Dann nimmt man einen Computermonitor. Ja. Im Normalfall schaust du ja Fernsehen abends. Mhm. Und jetzt nehmen wir mal an, du hörst ein Geräusch draußen. Mhm. Das kennt ja jeder, dann rennt man erstmal zur Tür normal oder zum Fenster und sieht nichts. In dem Fall gehst du einfach auf den anderen HDMI-Platz. Ja. Wir haben es hier jetzt auch. Über HDMI angeschlossen und jetzt hast du diese Kameras und dann kannst du dir alles anschauen. Wo ist Bewegung? Wo ist was passiert? Ist es Nachbars Katze oder ist doch was passiert? Man kann das an wirklich jeden Monitor mit HDMI-Eingang anschließen. Hier sehen wir jetzt mal auch ein Beispiel, jetzt nicht beim Fernsehen schauen, sondern beim Arbeiten. Du hast einerseits natürlich auch die Möglichkeit, über dein Handy auf die Bilder zuzugreifen, aber du kannst jetzt natürlich auch auf dem Computer, guck mal, da steht der Paketbote vor der Tür, da sehen wir das, aber es entgeht dir eben nichts. Das ist tagsüber, da sehen wir tolle Bilder, aber auch bei Nacht herausragende Qualität. Die Bildqualität der Kameras ist 2K. Wenn jetzt hier mal, auch bei unserem Monitor, der ist zum Beispiel nur HD-fähig. Ja? Ja. Das heißt, da ist natürlich die, hier auf unserem Monitor, den wir hier angeschlossen haben, ist jetzt keine 2K-Auflösung, aber die Aufnahmen, die getätigt werden, sind in 2K. Und natürlich, wenn Sie dann einen Full-HD-Fernseher anschließen oder einen 2K, 4K, dann hast du diese 2K-Auflösung. Das ist ja wirklich alles gestochen scharf. Und das gibt einem wirklich dieses Sicherheitsgefühl. Ich bin ja immer wieder überrascht, wie viele Einbrüche es gibt. Ich habe erst wirklich, letzte Woche habe ich einen Artikel gelesen, da war die Statistik von 22, die abgeschlossen ist. Und Einbruchsdiebstähle sind im Vergleich zu 2021 um 20% gestiegen. 20%. Das muss man sich mal vorstellen. Angeblich, so habe ich es gelesen, alle 7 Sekunden gibt es in Deutschland einen Wohnungseinbruchsdiebstahl. Ja. Ja, und das sind nicht nur Wohnungen, das sind natürlich auch Einfamilienhäuser mit drin. Und das erschreckt mich schon. Und ich weiß nicht, gerade auch wenn man alleine wohnt, weil viele sagen, ja, ich schütze meine Familie, aber hast du ab und zu mal ein mulmiges Gefühl? Ich weiß, du wohnst noch teilweise allein, ja, sagen wir es so. Aber wenn du alleine bist abends, hast du da manchmal so ein mulmiges Gefühl? Ja, natürlich, das ist auch dunkel manchmal. Manchmal das auch, ich weiß nicht, das Nachbar oder dass es jemand will einfach zu meinem Balkon kommen. Ehrlich zu sein, ich brauche auch, ich möchte auch nicht draußen gehen und gucken, wer ist das. Ne? Das ist auch eine andere Sache. Ich möchte nicht tun, das auf mein Display sehen. Ja. Weißt du, das siehst du immer in diesen Gruselfilmen. Wenn irgendwo ein Geräusch kommt, rennt jeder rein und schaut. Ja, ja, geht doch da nicht rein. Das ist der Nächste, der dann dran ist. Ja, hier ganz brauchen, genau. Sie, hier ganz brauchen genau. Sie weder rein noch rauszugehen, sondern Sie machen einfach, schalten an Ihrem Fernseher um auf HDMI 2, 3, je nachdem, wo Sie Platz haben. Viele haben ja auf 1 das Fernsehen, auf 2 HDMI 2 eingeschaltet.
Eingang haben sie vielleicht die Spielekonsole. Richtig. Aber du hast ja drei oder vier. Also immer einer frei, auf jeden Fall. Und dann haben sie dieses komplette Überwachungssystem. Ich muss doch mal sagen, das, was jetzt eingeblendet ist, beinhaltet zwei Kameras. Ich habe hier nur schon, weil wir nachher auch noch das vierteilige Set zeigen, vier Kameras eingerichtet. Und nochmal, wenn Sie ein freistehendes Einfamilienhaus haben, würde ich immer zum vierteiligen Set raten, also mit vier Kameras. Aber ein Reihenhaus hat ja links und rechts keine freie Fläche. Ja? Das heißt, du hast vorne raus und hinten raus. Da würde würden zwei Kameras reichen. Viele sagen auch, Mensch, links, rechts habe ich hohe Mauern an meinem freistehenden Einfamilienhaus. Da passiert auch nichts. Ich möchte aber die Terrasse sehen und ich möchte im Eingangsbereich sehen, was passiert. Ja. Und auch sicher sein, auch wenn ich nicht zu Hause bin, dass keine fremden Leute auf meinem Grundstück sind. Und wenn sie da sind, dann, dass ich sie sehe. Und zwar das passiert dann natürlich, wenn ich hier meinen Festplattenrekorder aktiviere. Dann wird eben alles aufgenommen. Aktivieren heißt, Sie legen ganz einfach eine Festplatte, eine HDD oder eine SSD rein, also eine ältere, größere 2,5 Zoll oder auch eine kleine. Und dann wird alles aufgezeichnet. Ja. Und zwar Multiplex-Verfahren, das heißt, alle vier Kameras, wenn eine auflöst, wird nicht nur die aufgenommen, sondern es werden alle vier Kameras gleichzeitig aufgezeichnet, sodass du auch wirklich siehst, was rund um dein Haus passiert. Ja. In dem Fall jetzt bei dem ersten System, bei beiden Kameras, weil wir da jetzt nur zwei haben. Man kann das dann auch sogar erweitern. Wir werden nachher Erweiterungskameras haben auf drei. Du kannst also auch ungerade Zahlen. Man denkt ja immer nur 2, 4, 6, 8. Nee, 1, 3, 5, 7, geht alles. Ja, aber hier haben wir jetzt das Grundmodell mit zwei dieser Kameras. Und jetzt schauen wir auf den Preis. 208,99 €. Ja. Wir haben es eingangs von diesem System gehabt. Wie viele Tausende von Dollar, D-Mark, Euro, das früher gekostet hat. Das ist im Prinzip ein Witz. Das ist 208 € für meine Sicherheit, für die Sicherheit meiner Familie. Ich finde das. Das würde wahrscheinlich schon alleine eine neue Tür kosten, die ein Einbrecher eventuell aushebelt. Und insofern, glaube ich, ist das mal eine tolle Möglichkeit, zu Hause einfach mal für Sicherheit zu sorgen. Und Diana, man kennt das, glaube ich, bei dir zu Hause wahrscheinlich auch. Du wirst wahrscheinlich nach ein paar Monaten in deinem Haus jedes Geräusch kennen. Wenn der Nachbar in die Garage fährt, weißt du, das ist der Karl-Heinz, zweite Etage links. Dann hörst du deine Nachbarn über dir die Treppe runterlaufen, da weißt du auch, was Sache ist. Und wenn auf einmal ein Geräusch kommt, was du nicht kennst, dann wird man unruhig, oder? Das ist schon ein schreckliches Gefühl, muss ich sagen. Auf jeden Fall, ich sage für mich, dieses erste Modell, was haben wir schon, dieses Alarmsystem, das ist, ich glaube, das ist meins. Also, dass ich kann auch Balkontür ein bisschen kontrollieren. Schützen. Und hier, das ist wirklich super. Guck mal, wie viel Qualität erstmal und natürlich wie viel. Müssen wir da nochmal den Unterschied Flächen deutlich machen. Wir. Das Alarmsystem würde von außen nicht sichtbar sein. Richtig. Ein Einbrecher würde das erst mitbekommen, wenn er drin steht. Und das wollen wir haben. Bei den Kameras hat man aber den Vorteil, dass man die Kameras wirklich schon präventiv einsetzen kann. Also vorausbeugend. Und zwar egal wie viele. Weil wenn Einbrecher, die sind ja auch ein bisschen clever, zumindest manche, wenn die sehen, da ist eine Kamera, dann suchen sie sich lieber ein Objekt ohne Kamera. Sehr wahrscheinlich, Wenn Sie jetzt aber sagen, zwei Kameras, ich wohne im Reihenhaus, ich möchte mich schützen, dann ist das genau das richtige System, was wir gerade eingeblendet haben. Wir nennen Ihnen auch nachher nochmal die Bestellnummern. Jetzt eingeblendet ist das Vierer-Set. Und jetzt gehen wir nochmal zur Sicherheit. Ich habe so ein System, allerdings noch das Vorgängersystem. Das war noch ein bisschen schwieriger einzurichten. Das ist jetzt noch einfacher. Habe ich bei mir zu Hause. Aber ich habe das auch kundgetan. Bei mir stehen beim Hofeingang und auch am Hauseingang habe ich zwei Schilder angebracht. Das ist auch der dümmste kapiert. Eben bei mir steht drauf, dieses Objekt ist alarmgesichert und wird videoüberwacht. Und auch hier einfach Videoüberwachung, so wie wir es hier haben, gibt es in jedem Baumarkt für ein paar Euro. Tun Sie es auf jeden Fall kund und verstecken Sie auch die Kameras nicht. Machen Sie sie deutlich sichtbar an Ihrem Haus fest, dass wenn jemand das Schild liest und hochschaut, oh, ich werde schon gefilmt, lieber nicht. Also schon allein die Abschreckung wird ein Riesenplus sein, sodass man dann auch mal, wenn man im Sommer einen Urlaub geplant hat, in Ruhe in Urlaub fahren kann. Und genau das ist es ja. Und zur Not, wenn ich mal dieses komische Gefühl habe, dass eventuell irgendwas nicht stimmen sollte. Man kennt das ja, dieses komische Gefühl im Bauch. Oder man liest mal irgendwo in der Zeitung, Mensch, da hat es einen Sturm gegeben, genau bei mir in der Region, wo ich zu Hause bin. Dann kann ich natürlich auch jederzeit mal eben kurz zu meinem Handy greifen, wenn ich das möchte, mal eben kurz in das komplette System reinschauen. Also nicht nur, wenn Sie zu Hause sind, sondern auch, wenn Sie unterwegs sind. Und das wirklich weltweit, solange Ihr Handy einen entsprechenden Internetempfang hat,
sind sie eben auch mal in der Lage, in die Kameras reinzuschauen. Das ist jetzt das System mit 4 Kameras. Auch hier reden wir von den Kameras, die wir gerade schon gezeigt haben. Selbstversorger, genau. Mit Nachtsichtfunktion, mit allem drum und dran. Richtig, also die Kameras sind alle 2K auflösend, haben Infrarot-Nachtsicht, haben eine 2-Wege-Kommunikation und sie haben diese Funkverbindung. Und das Solarpanel ist natürlich jeweils auch mit dabei. Hier haben wir jetzt diese 4 Kameras plus den Festplattenrekorder, den Sie überall hin anschließen können, an jeden Monitor, der einen HDMI-Eingang hat, kann man es anschließen. Und hier sehen wir jetzt wieder, das wäre jetzt ein Computermonitor. Da haben ja die modernen alle HDMI-Anschluss. Das kann wie bei uns der Fernseher sein. Man kann auch vielleicht sogar einen ausrangierten Computermonitor, wenn man das permanent im Bild haben will, das so machen möchte, den kann man dann extra noch einrichten. Aber einfach an die Monitore anschließen, die man sowieso schon im Haus hat, eben Fernseher oder Computermonitor. Ja. Ja. Und dann ist die Anlage installiert. Letzte Instanz wäre dann noch, wenn man wirklich auch hundertprozentig sicher gehen will, dass man dann noch eine Festplatte einlegt in den Festplattenrekorder. Wie gesagt, die darf bis 4 Terabyte groß sein. Die wird einfach eingesteckt. Auch das kann jemand, der mit Computern überhaupt nichts am Hut hat, das wird wirklich einfach. Kann das bewerkstelligen. Ich werde Ihnen das nachher zeigen, weil wir haben natürlich auch noch eine Festplatte hier für Sie mit im Angebot. Sodass ich jetzt behaupte, wer sein Handy bedienen kann, und das können meiner Meinung nach mindestens 90% der Bevölkerung, der kann auch diese Anlage installieren. Also, fantastisches Überwachungssystem. Nochmal bitte, Sie werden einen Einbruch, wenn es jemand wirklich darauf anlegt, niemals verhindern können. Aber wie ich eingangs sagte, machen Sie es einem potenziellen Einbrecher so schwer wie irgendwie möglich. Und natürlich sind Einbrecher in der Regel doch so aufgestellt, dass sie doch zumindest mal 2-3 Tage vorher mal schauen, sich vielleicht ein Stück weit ihre Gewohnheiten anschauen, wissen, wann sie zum Kegeln gehen, wann sie vielleicht mit der Familie in den Biergarten gehen oder mal ins Freibad gehen oder haben vielleicht sogar gesehen, dass sie eben mit gepackten Koffern zum Auto gehen oder ins Taxi einsteigen. Und das ist der Moment, wo so ein Einbrecher natürlich seine große Chance wittert. Wenn Sie aber hier so ein Kamerasystem haben oder so ein Alarmsystem, glaube ich, ist das Abschreckung genug. Und wenn ich mir aussuchen könnte als Einbrecher, ich habe da so 3 Häuser in einer Reihe, 2 davon sind videoüberwacht, das dritte nicht, dann würde ich doch erstmal da versuchen, wo keine Videoüberwachung ist. Das ist richtig, aber du hast gerade was Lustiges gesagt, wenn die sehen, da fährt jemand mit dem Taxi weg oder beobachtet dich am Flugplatz, brauchst du heutzutage gar nicht mehr. Ja. Du musst ja nur Facebook, Instagram, TikTok oder sonst was aufmachen. Es wird ja alles gepostet. Ich liege am Pool und wer am Pool, ich sage jetzt mal, in der Dominikanischen Republik wohnt, der kann wird nicht zu Hause sein. Auf dem Sofa sitzen. Jetzt haben wir noch eine einzelne Kamera zur Erweiterung. Jetzt müssen wir sagen, diese Einzelkamera allein kann ich nicht verwenden. Ja. Die braucht natürlich diesen Festplattenrekorder als Empfänger. Wenn Sie jetzt aber beim Zweierset zum Beispiel sagen, ich hätte gerne 3 Kameras, einfach eine dazu bestellen. Wenn Sie beim Viererset sagen, ich hätte gern 5, 6, 7, 8 ist das Maximum, dann dementsprechend die Anzahl von einzelnen Kameras mit dazu bestellen und dann erweitern. Nochmal, das ist Erweiterung. Die Kamera allein ist nutzlos. Das müssen wir nochmal deutlich sagen. Die funktioniert wie alle anderen Kameras, aber sie braucht natürlich diesen Festplattenrekorder. Irgendwas, was das Signal auffängt und natürlich im besten Fall auch speichert. Deswegen überlegen Sie bitte, wie viele Kameras Sie installieren möchten. Wir haben Ihnen das Basisset mit 2 bzw. mit 4 Kameras gezeigt. Das hier eine Kamera zur Erweiterung, falls noch weitere Kameras im System gewünscht sind. Sie sehen natürlich den Preis, das sind keine 85 Euro für zusätzliche weitere Kameras. Also auch das ist sicherlich durchaus erschwinglich. Eine Festplatte hast du uns hast du angesprochen. 1 Terabyte haben wir hier. Ich denke, das reicht erstmal für den Anfang, oder? Also ich sage mal, wenn man nicht direkt am Hauptbahnhof wohnt, müsste das reichen, um wirklich viele Zeit zu überbrücken. Übrigens, wenn 1 Terabyte mal voll sein sollte, aber man muss noch mal wissen, die Aufnahme geht ja nur, wenn Bewegung von der Kamera ist. Ja. Wenn die voll sein sollte, werden die Ältesten Aufnahmen überschritten. Also das reicht für den Otto-Normalverbraucher aus. Ich finde es auch bezahlbar. Wir haben hier diese Steckmodulverbindungen. Deshalb ist es so, dass ich das gesagt habe, das ist kinderleicht. Man kann sie nicht mal falsch rum, selbst wenn man es wollte. Man kann sie durch diese Steckverbindungen überhaupt nicht falsch einstecken. Es gibt nur eine Möglichkeit reinstecken. Und deshalb komme ich eben zu der Aussage, dass das jeder machen kann. Und wenn Sie jetzt also die perfekte Absicherung haben wollen, dann eben noch gleich eine Festplatte mitbestellen. Richtig, genau so ist das, liebe Zuschauer. Also wir haben einmal das Festplattenrekordersystem kennengelernt mit den 2 Kameras. Das ist die ZX5288 und die 569. Liegt bei knapp 210 Euro. Mit 4 Kameras ist es die ZX5289 und die 569 etwas mehr als 350 Euro. Die einzelnen Kameras mit der ZX5287 und die 569
Und zu guter Letzt haben wir die Festplatte, die SATA-Festplatte, mit einem Terabyte Speicher noch kennengelernt für knapp 57 Euro mit der ZX2457 und die 569. Und ich behaupte, damit haben Sie wirklich für überschaubares Geld eine wirklich sehr, sehr ausgereifte Überwachungsanlage zu Hause mit Nachtsichtfunktion, mit Push-Nachricht aufs Handy, mit Speichermöglichkeit, mit allem drum und dran und das hochauflösend. Und deswegen sagen wir, fühlen Sie sich sicher zu Hause.